Heyo, es geht weiter mit Let's Play The Last Story. Beim letzten Mal haben wir Sir Ferrius am Hafen gerettet, der jetzt von einem Ritter beschützt wird, während er sich ausruht. Und ich akzeptiere nichts anderes, er ruht sich nur aus. Die Zivilisten hier sind in Sicherheit in der Kanalisation unten. Allerdings haben wir seltsame Geräusche gehört von weiter unten. Deswegen werden wir die Gegend mal erkunden. Und wir haben einen Teleportstein bekommen, um Horace zu uns zu rufen, damit wir jederzeit schmieden können. Muss ich dran denken, wenn wir Items finden. Oh, this reeks proper grim. Are we really gonna go through here? What? What's wrong with you guys? You know, sometimes I wish I had no sense of smell. Okay. Gut, dass wir das nicht riechen. Kommen wir da überhaupt durch? Ja. Oh, it's deep. Somebody up there hates me. Tell me about it. My handsome looks are ruined. Handsome my ass. Hey, ich finde, Laura hat ein sehr schönes Outfit. Ich mag das mit dem Schal. Das ist stylisch. Oder Halstuch oder wie auch immer man das nennt. Ich habe keine Ahnung von Mode. Ich habe die Schatzkiste gefunden. Das sieht nach einem Feind aus. Da ist ein Weg. Okay, wir nehmen die Schatzkiste. Mit Gurak Sternenstaub. Ich könnte schwören, da stand Gnomengold dabei. Eine Wasserkreatur. Sie ist stark, solange sie in ihrem Element ist. Eine Riesenkrabbe. Ja, dann müssen wir sie wohl irgendwie an Land locken. Komm her, Krabbi, Krabbi, Krabbi. Komm her, Krabbi, Krabbi, Krabbi. Komm her, Krabbi, Krabbi, Krabbi. Ja, ich versuche sie anzulocken, aber Siren haut sie zu sehr. Komm her, Krabbi, Krabbi, Krabbi. Komm zu mir. Komm zu mir. Ja. Aus dem Wasser raus. Bist du aus dem Wasser raus? Bist du aus dem Wasser raus, Krabbi? Ja, komm schon. Noch ein Schritt. Du schaffst es. Du schaffst es. Du packst es, Krabbe. Yay. Sie ist schon halb tot. Okay. War nicht so schlimm, der Kampf. Aber bringt gute Erfahrungspunkte. Wow. Zurück mit dir. Aua. Hilfe. Ungünstig. Wo ist die Krabbe? Boah, sie sind ins Wasser, um sich zu heilen. Oder sind das wieder andere? Kommt zu mir, los. Ich ziehe die Feinde auf mich. In meiner Macht des Fremden. Ja, da kommt einer. Ja. Oder ist sie noch im Wasser? Ist hier noch Wasser? Ich glaube, da unten ist noch Wasser. Wir müssen hier ganz hoch. Kommt hoch, Krabben. Kommt hoch. Kommt zu mir. Aua. Du sollst mich nicht pieksen, du sollst herkommen. So, jetzt aber. Jetzt ist sie oben. Jetzt kann ich draufhauen. Ouchi. Ouchi, greift mich an. So, wo ist die andere? Komm hoch. Komm hoch. Ich glaube, du musst noch einen Schritt hochkommen. Komm einen Schritt hoch, Krabbe. Nein? Geht's auch da unten schon? Ah, oh, okay. Komischer Kampfort hier. Level up for Lowell. So, ich wollte jetzt aber erst nochmal nach da hinten zu der Krabbe. Denn ich war mir nicht sicher, ob da noch irgendwas versteckt war. Oh, auch nochmal Wege. Schatzkisten. Gurak Sternenstaub. Brauchen wir den für irgendwas? Finden denn so oft gerade? Gnomen Silber. Oh, hier kann man Monster beschwören. Bestimmt Krabben, oder? Aber eigentlich hätte ich gerade schon das Bedürfnis, ein bisschen zu trainieren, ehrlich gesagt. Aber wenn ich die jetzt jedes Mal 5 Stunden lang aus dem Wasser rauslocken muss, habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Aber ja, die nehmen kaum Schaden im Wasser.
Kommt hier hoch. Ein Schritt nach oben. Jetzt schubst du sie gerade wieder rein mit meinen Schlägen. Ja, das ist halt ein bisschen dämlich. Nee, die müssen echt hier hoch. Also weit genug hoch. Ja, genau so. Dann muss ich mich hinten dran stellen, damit ich sie nicht wieder ins Wasser reinschlage, sondern hier an Land. Uiuiui. Mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte die bringen, ob sich das überhaupt lohnt. Aber ich denke eigentlich schon. 7000 klingt gut. Ja. 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 Okay. Noch einmal bitte. Wow. Kommt her. Kommt zu mir. Ich aktiviere es nochmal neu. Vielleicht kommt sie dann schneller zu mir. Kommt hier hoch. Okay, warte, da ist eine. Da ist eine. Nein. Ist sie wieder im Wasser? Warum ist sie wieder im Wasser? Ich kann meinen Leuten aber auch nicht sagen, von wegen, stellt euch irgendwie an die Wand oder so, ne? So, eine haben wir. Okay. Wo sind die anderen beiden? Kommt hier hoch. Kommt hier hoch. Eieiei. Nee, ist mir zu anstrengend, hier zu leveln, ganz ehrlich. So, Krabbe. An die Wand mit dir. Geh in die Ecke. Böse Krabbe. Und die letzte. Ja, die ist klug und bleibt im Wasser. Aber ich zieh doch wusch die Feinde auf mich. Mit meiner krassen Macht hier. Hallo, siehst du mich, Krabbe? Ich locke dich an. Siren, jetzt lass die arme Krabbe doch mal hier hochkrabbeln. Aua. Ja, toll. Soll ich mich nicht abschießen, soll sie herkrabbeln? Ja, genau. Geht doch. Level up, level up, level up. Okay, Platin-Schwert. Oh, das kann man verkaufen. Ja, also es würde sich lohnen von den Erfahrungspunkten her. Und da würde ich eigentlich gerne leveln, aber mir ist der Kampf echt zu doof. Ist mir zu öde, wenn ich da 5 Stunden einfach nur rumstehe und warte, dass die... das ist ein Speicherpunkt. Bin ich verwirrt. Dass die rausgekrabbelt kommen. Drüben war ja auch noch ein Weg. Wir speichern erstmal. Da. So, hoch. Nein. Was ist das hier? Ah. Hier kann ich Horace rufen. Hi, Horace. Warte mal, ich habe mal auch erstmal hochgenommen Gold. Perfekt. Hey, Horace. Oh, warte, da ist noch was. Silber. Silberpfeile. Brauche ich doch wieder Silberpfeile? You called me earlier than I thought. I wasn't ready. Yes, I'm calm now. Did you want something? Ich möchte aufrüsten. Ich wollte nur mal mit dir plaudern, ist auch gut. Rüstung. So, Siren hatte doch noch, genau. Plapp, machen wir das. Beinzeug dazu auch gleich noch. So, und hier hatten wir diesen Gurak. Reptilienreis dann haben wir einen bekommen. Oh, kann ich bekommen, okay. Und ganz viel Sternen. Ja, Gurak-Sternenstaub, genau. Wo ich nochmal, wofür brauchen wir den? Für das Gurak-Schwert. Oh, okay. Okay. Wiss vielleicht gar nicht so verkehrt. Schaden gegen Gurak mal 1,6, wenn wir das aufbessern. Okay, tschüss, Horace. Kannst du wieder gehen. Hat sich erledigt. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich hoffe, er kommt alleine zurück. So, dann war das also der optionale Weg. Hier geht es nicht weiter und hier ist dann der richtige Weg, wo die Krabben herkamen, ne? Flop. Schauen wir mal. The wind changed. I think we're getting closer to the exit. Ausgang wohin ist die Frage. Muss nicht lang zu gehen. Da ist schon wieder ein Speicherpunkt.
Hey, Krabben, bleib du gleich mal hier oben. Geh du gar nicht erst ins Wasser. Gleich hier oben bleiben, perfekt. Weil er redet mal wieder vom Essen. Alles wie immer. Sehr schön. Ich hab's vermisst, mit der ganzen Gruppe unterwegs zu sein. So. Oh, der ist schon weg. Ich wollte ihn gerade aufwirbeln. Ladida, okay. So, Krabbis. Jawohl. An Land. Nein. Schubst mich bloß nicht ins Wasser. Hier bleibt alles schön hier oben. Allesamt. Aua, ich habe ein bisschen Schmerzen. Aua. Kann ich bitte mich bewegen? Danke. So. Sind die jetzt abgehauen? Waren die jetzt so klug, da runter zu gehen, um sich zu heilen? Das wäre ungünstig. Okay, die ist down. Kommt hoch, Krabbis. Warte, ich kann sie doch vielleicht auch hochschlagen irgendwie, oder? Ich prügel dich aus dem Wasser raus. Okay. Die anderen alle schon down? Nee. Wo sind die? Ach, da. Aha. Du hast dich also auf diese Seite hier geprügelt. Das ist auch okay. Das ist auch ein... Oh, no. Nicht ins Wasser. Schubs mich nicht ins Wasser, Krabbe. No. Wir kämpfen auf meinem Gebiet hier. Mhm. Ich will den... Den Gebietsvorteil. Ich wollte gerade sagen, den Landvorteil. Das ist ja kein Landvorteil. Den Wasservorteil, den gibt es Vorteil. So, du kommst auch aus dem Wasser raus. Ja, brave Krabbe, aua. Draufhauen. So, was haben wir hier? Knobensilber. Ach, Knobensilber braucht doch keiner mehr zu dem Zeitpunkt im Spiel. Wobei, wir haben viel vom Kolosseum. Das ist ja quasi freiwillig. Na gut. So, Krabbi, komm zu mir. Siehst du mich? Ich habe ein leuchtendes Licht an meinem Schwert. Du wirst mir folgen und mich angreifen. Aber nicht mit deinem Stachel, sondern mit deinen Füßen. Ja. Ja, du willst hier aus dem Wasser raus. Und zu mir hier hoch. Mhm. Ganz hier hoch. Ist sie down? Okay, danke. Puh. Nervige Feinde. Aber sie bringen zumindest gute Erfahrungspunkte. Gnomen Gold, oh yeah. Na gut, Abwehr plus 5 für die ganze Gruppe. Nehmen wir. So, die Kiste ist offen. Hier geht's nicht lang. Da ist noch eine Kiste. Gorak Sternstaub, sehr gut. Da können wir das Gorak Schwert noch weiter aufbessern, damit wir Haus wieder rufen können. Ah, da ist eine Kiste. Königlicher Ring. Oh, ich glaube, den haben wir auch noch. Bräuchten wir den nicht sogar für Yoriks Waffe? Das wäre cool. So. So viele Wege. Ich will erst die optionalen Dinge. Ah, das sieht doch optional aus hier. Reptiden-Reißzahn, also Traum für die Reptiden-Klinge. Wir finden hier gerade richtig gute Sachen. Und Gnomensilber. Gute Sachen und Gnomensilber. Ich glaube, das fasst unsere Ausbeute ganz gut zusammen bisher. Geht das hier im Kreis rum? Ja. Okay, Leute, folgt mir. Hey, hang on a minute. Haven't we been here already? All these places look the same. You're imagining things. Yeah, right. Zael, you'd better not have gotten lost and led us the wrong way. It isn't just your nose that's useless, eh? Also, falls wir uns verirrt haben, hat irgendjemand in der Zeit die Schatzkisten wieder aufgefüllt. Von daher bin ich vollkommen fein damit. Da ist nichts. Moment, das kommt mir jetzt aber echt bekannt vor. The wind is coming from that big channel ahead. Maybe it goes outside. Das ist sogar der Speicherpunkt von vorhin, an dem ich nicht gespeichert hatte vorhin. Aber den ich jetzt speichern werde. Ha.
Ich ist einfach nur parallel aufgebaut. We've definitely been here before. Sort yourself out, Zale. This is just what we need. Another crazy demon. Keep away from it for now. What the hell is this creepy thing? When it comes out, nothing will hurt it. It's invulnerable. Lass mich raten, Silberpfeile? Oh Moment, Schwäche Licht. Hatten wir nicht ein cooles Lichtschwert? Habe ich das Siren gegeben? Nee, wir hatten doch ein Lichtschwert, oder? Ah nein, ich hatte überlegt, ob ich Licht oder Eis aufbessere und ich hab Eis aufgebessert. Verdammt. Heiligtum. Ich nehme es trotzdem mal und gucke, ob ich damit mehr Schaden mache. Wahrscheinlich schon, ne? Der gleiche Boss wie in der Villa damals. Oh, da ist der doch auch so dumm durch die Häuser gerannt. Durch die Gruselvilla. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er wieder angerannt kommt. Aus einem der beiden Gänge. Vermutlich da, weil da alle hinschießen. Kommst du zu mir? Kann ich dich anlocken hiermit? Ja, wo ist er denn? Oh. Ich merke schon, das sind nervige Kämpfe hier in der Kanalisation. Hey, Kumpel. Ja, Siren hat ihn aufgehalten. Okay, Moment. Wir machen einfach mal so richtig. So, wir beschleunigen uns. Du machst einen Schattenstich. Du machst Gletscher. Kommst du da hin? Ich hoffe es doch. Schutzschild. Meteor. Heilung. Wiederbelebung brauchen wir echt noch nicht gerade. Hat ja noch niemand ein Leben verloren. Ich hoffe, der Meteor trifft jetzt da drin. Ja, gut. So, Siren, Kombo mit mir, los! Woo, mit dem beschleunigten Seil! Turbo-Seil! Oh, okay. Gib ihm den Rest, lol! Ist er down? Nice. Oh yeah. Habe ich das gut gemacht? Das habe ich gut gemacht, oder? Ich finde, ich habe das gut gemacht. Moment, erst möchte ich mein Schwert wieder haben. Mein Schwert, Schwert, Schwert. Oh, mein Eisschwert ist auch sehr gut jetzt. Wie sieht das denn aus? Es ist ziemlich schwarz und düster für ein Eisschwert und ziemlich klobig. Okay. Wir nehmen unsere Supernova. Oh, Silberpfeile. Nehmen Sie mal mit. Man weiß ja nie. Gut, dass ich damals diese Silberpfeile gekauft habe. Wir haben jetzt zwei gefunden. Das wäre nervig gewesen, wenn wir die ganze Zeit wieder die irgendwie hätten sammeln müssen hier. Finally. Man, even the undead live here. Yeah, and we almost became roommates. We'll just waste everything in here. Then maybe it'll get a bit quieter. Like I'm gonna get killed in a place like this. Right. Genau, wir machen einfach alles platt. Machen wir eh schon die ganze Zeit so. Und ist auch echt besser, wenn die Dorfbewohner hier unten sind. Ich weiß nicht, wie gut die Ritter mit diesen Krabben klarkommen, mit diesen Dämonen. We have to swim in it. It's over. Who is gonna marry someone that's so stinky? Well, I guess there's nothing for it. I'll have to bite the bullet. You can be my 42nd wife. What? This ain't no time for sick jokes. Of course, this is only if we make it out alive. Hey, we are gonna make it out. Don't talk like that.
okay? Yeah, you're right. Sorry. Deine 42. Frau, Lowell. Na gut, vielleicht hat er schon 41 Anträge gemacht, niemand hat angenommen, weil ich wüsste nicht, dass er Frauen hat. Ha, hätte er gerne. Ah, schwimmen, schön. Hoffentlich kommen keine Feinde, ich kann nicht kämpfen im Wasser. Und ich kann auch nicht schnell schwimmen, nur ganz langsam. Kann ich, wenn ich A drücke, bin ich dann schneller? Bringt das was? Ah, das bringt auf jeden Fall was. Und da ist ein Speicherpunkt. Perfekt. Mit einer Kiste. At last. Freedom. Freedom! We can't relax yet. According to what Callista told us, the enemy's HQ ought to be just ahead. Wisst ihr, ich sehe da vorne eine Brücke und ich weiß, dass bei Brücken irgendetwas schiefgehen wird. Von daher schauen wir uns das beim nächsten Mal an. Also dann. Ciao, ciao.